Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Soria-Video. Heute gucken wir uns die Bundesliga an und wie es nächste Saison weitergehen wird für die Torhüter bei einigen Vereinen. Und wir legen direkt los mit dem FC Bayern München. Und ja, teilweise sieht es schon so aus, als würde es bei dem FC Bayern München ja bald eine Startelf geben, die aus Torhütern besteht. Dementsprechend, ja, auf jeden Fall Manuel Neuer ist wieder zurück. Preislich sehr, sehr gut angestiegen. Ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass er die Nummer 1 sein wird. Vertrag läuft nur noch ein Jahr. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie es ausgehen wird. Er ist halt 37. Also ich persönlich würde jetzt nicht auf ihn gehen. Dementsprechend, ja, wer es gerne möchte, kann es gerne probieren. Jan Sommer, die Variante, dass er wahrscheinlich wechseln wird, ist, schätze ich als sehr, sehr hoch ein. 2025 der Vertrag. Ich denke, Brazzo hatte da schon so im Hintergedanken gehabt, so dass er da so ein Transfer-Sümmchen rausschlagen könnte mit ihm. Denn ich denke nicht, dass er sich als Nummer 2 auf die Bank setzen wird. Ich denke, die Qualität in Europa wird schon bekannt sein, dass die den irgendwo holen werden. Und dementsprechend für 35 Euro kann man sich den gut angucken. Ist Nationaltorhüter von der Schweiz, die bei der Europameisterschaft sicherlich dabei sein könnte, wenn nicht sogar wird. Und dementsprechend, man sieht auch hier das nächste Spiel gegen Andorra. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also wie gesagt, Jan Sommer, denke ich, wird auf jeden Fall wechseln. Alexander Nübel will auch auf jeden Fall wechseln. Der ist preislich sogar noch viel günstiger, nur 26 Jahre alt. Der will auf jeden Fall nicht beim FC Bayern auf der Bank sitzen. Die Frage wird halt nur sein, welcher Verein es am Ende wird. Somit wird am Ende wieder der eine und einzigste Sven Ulreich übrig bleiben. Wusste ich gar nicht, dass der erst 34 ist. Ich hätte ihn jetzt viel, viel älter eingeschätzt. Preislich natürlich 6 Euro im Limited-Bereich. Natürlich kann auch passieren, dass beim FC Bayern noch irgendein Torhüter dazukommt. Aber ich denke, in Summe werden die wahrscheinlich wieder die Konstellation nehmen. Neuer als Nummer 1, Ulreich auf Nummer 2. Kommt natürlich darauf an, wer da als Manager kommt. Ich denke mal, Hoeneß und Rummenigge werden da mal nicht großartig viele Experimente machen. Und beim Altbleiben, Hoeneß ist sowieso ein riesengroßer Manuel Neuer-Fan. Und dementsprechend wird es ja bei der ganzen Geschichte bleiben. Die werden da keinen großen Konkurrenten ihm vor die Nase setzen. Kommen wir zu Dortmund und eins vorneweg, natürlich bei dem einen oder anderen Torhüter kann, wenn ihr euch das Video anseht, sich schon die Situation geändert haben oder irgendwo ein neuer Transfer an Land gezogen worden sein. Dementsprechend bewerte ich das erstmal Stand jetzt. Und wir sind jetzt bei Dortmund. Gregor Kobel sollte zu 99,9% die Nummer 1 sein. Preislich ist es okay, 68 Euro. Wobei ich bei den Preisen dann eher schon fast favorisieren würde. Zum Beispiel Jan Oblak von Atletico, der dann auch zum Beispiel Nationaltorhüter von Slowenien ist. Kobel ist ja, glaube ich, die Nummer 2, wenn nicht sogar die Nummer 3 bei der Schweiz hinter Jan Sommer. Und ja, dementsprechend, ja, wer bei Dortmund dabei ist, sieht den Verkehr 2026, der Vertrag, da ist man auf jeden Fall auf lange Sicht gut abgesichert. Rare-technisch sicherlich sehr, sehr teuer die Karte. Alexander Meyer, ich denke mal, der wird als Nummer 2 bleiben bei Dortmund. Vertrag läuft nächstes Jahr aus. 4,40 Euro als Backup in Kombination mit Kobel ist sicherlich nicht verkehrt. Alles andere, ja, 32 Jahre alt. Ich denke nicht großartig, dass er da irgendwo wechseln wird, würde ich mal jetzt so einschätzen. Aber natürlich kann nicht alles möglich sein mit dem Vertrag zum Jahr 2024. Kann da sicherlich noch was passieren. Marcel Lotka wäre dann die nächste Variante. Der ist mittlerweile preislich auf 6,94 Euro gefallen, ist die U23-Variante von Dortmund. Bei dem sehe ich ein großes Fragezeichen. Vertragstechnisch ist er bis 2025. Dementsprechend werden die so ein bisschen auf ihn bauen. Es kann natürlich sein, dass er verliehen wird. Das ist so meine Idee, wenn Meier bleibt, dass man Lotka verleihen wird irgendwohin, eventuell Holland, vielleicht nach Polen irgendwie für eine Saison. Und aus der Jugend rücken sowieso bei Dortmund immer wieder Talente nach. So wie zum Beispiel Luca Unbehorn, der keinen Bock mehr hat und vertragslos wechseln wird. 8,37 Euro ist nicht so verkehrt. Die Frage ist, welcher Verein wird es? Holland ist immer wieder ein heißer Kandidat. Österreich, warum nicht? Mittlerweile haben sich doch einige Vereine aufgetan in Österreich, wo er wechseln könnte. Dementsprechend, ja, kann man sich den mal auf jeden Fall angucken. 160 Euro Rare-Bereich, sicherlich als Spekulation nicht verkehrt. Risiko natürlich dritte Bundesliga, das kann natürlich auch am Ende so enden.
Gibt es auch natürlich einige Traditionsclubs in der dritten Bundesliga, die ein bisschen Spielgeld haben und sich so einen jungen Torhüter leisten könnten und würden und wollen. Kommen wir zu Red Bull Leipzig. Peter Gulacsi sollte wieder fit werden. Im Herbst hat er mittlerweile schon angefangen zu trainieren. Preislich ist er ein bisschen angestiegen schon. Ja, ist meiner Meinung nach sehr, sehr günstig. Ich selber habe mittlerweile drei Karten von ihm. Leipzig wird Champions League spielen. Er wird die Nummer 1 sein. Vertrag bis 2025. Danach wird er ja abgelöst von diesem belgischen jungen Torhüter. Dementsprechend, da gibt es eigentlich nicht viel dran zu rütteln. Yannis Blaswig, auch bis 2025 Vertrag, wird ihn ja, nach hinten rücken als Nummer 2. Leider ist mir noch eine Karte übrig geblieben, konnte ich nicht mehr loswerden. Preislich ja, relativ gut abgefallen. Und somit ist diese Konstellation relativ klar. Nyland wird den Verein verlassen, gibt sowieso keine Karte, wollen wir jetzt gar nicht viel thematisieren. Und wahrscheinlich wird Zingerle von Paderborn als Nummer 3 zu Leipzig wechseln. Ist relativ jetzt uninteressant, auch preislich nicht sehr spannend, jetzt 29. Kommen wir zu Leverkusen. Hier haben wir Lukas Radetzky. Hat sich natürlich so ein bisschen ausgezeichnet mit einigen Pannen in dieser Saison, aber wer sich mal die Torwart-Stats in dieser Saison angeguckt hat, ist er in den Top 5 bei vielen ja, Statistiken drin als Torhüter, gerade bei abgewehrten Schüssen und anderen Varianten. Ich denke trotzdem, er hat Vertrag bis 2026, ist Kapitän. Alonso ist jetzt nicht so einer, der viele Experimente macht. Natürlich will Alonso jemanden haben, der mit dem Ball am Fuß stark ist, aber erstmal wird Radetzky meiner Meinung nach als Favorit in die neue Saison gehen. Preislich relativ günstig, meiner Meinung nach. Und halt Nationalkeeper von Finnland, was sicherlich auch nicht verkehrt ist. Nichtsdestotrotz, Patrick Penz würde ich da immer als Backup nehmen, der im Fuß viel, viel stärker ist als Radetzky. Aber natürlich, wie gesagt, kleiner Vorteil noch bei Radetzky als Nummer 1 vertraglich bis 2025. Ja. Sollte man nicht außer Acht lassen. Also wenn, dann würde ich die beiden im Doppelpack nehmen und da keine Experimente waren. Radetzky ist aus dem Rare-Bereich 437. Lunjev, die ja, eigentliche Nummer 2. Ich denke, der wird nach Russland zurückwechseln. Dementsprechend 5 Euro ist eigentlich ein relativer Schnapper. Hat auch relativ gute Vereine früher gehabt, bevor er in die Bundesliga gewechselt ist. Dementsprechend, ja, 31 ist jetzt noch das beste Torhüteralter. Nummer 3 wird wahrscheinlich Niklas Lomp werden. Ist jetzt nichts Spannendes. 1,69 € würde ich da jetzt nicht großartig drauf gucken. Aber soll sich da irgendwas tun, dass vielleicht Radetzky doch irgendwie wechselt oder Patrick Penz? Solche Sachen kann es immer geben. Ja, sollte man sich den halt angucken. Aber in Summe ist klar, Radetzky Nummer 1, Penz Nummer 2 und Lunjev wird wahrscheinlich nach Russland wechseln. Kommen wir zum Überraschungsteam FC Union Berlin und zum Torhüter des Jahres, würde man wohl sagen, Frederik Rönnhoff. 30 Euro ist echt günstig, wenn man sich teilweise seine Scores anguckt. Die waren echt wirklich relativ gut, wenn man sieht, selbst wenn es mal Gegentore gab, immer wieder um die 50. Dementsprechend finde ich sehr, sehr gut. Schade, dass halt nicht die Nummer 1 bei Dänemark ist. Da ist noch Kasper Schmeichel dabei, aber der ist auch nicht mehr der Jüngste. Dementsprechend, ja. Champions League ist auch dabei. 30 Euro im Limitbereich auf jeden Fall sehr, sehr fair. Im Rare-Bereich ist ein Ticken teurer. Wird auf jeden Fall die klare Nummer 1 sein. Thema wird auf jeden Fall sein die Vertragsverlängerung. Ich denke mal, das wird ja sicherlich noch im Sommer passieren. Natürlich Restrisiko ist, denke mal, in ganz Europa wird sich herumgesprochen haben, dass da ja der beste Torhüter der Bundesliga hier der Däne ist. Und dementsprechend kann natürlich passieren, dass da ein unmoralisches Angebot kommt, irgendwie mit einer zweistelligen Millionensumme. Dann wird sich Union Berlin wahrscheinlich auch von ihm trennen und dann kommt so ein bisschen das Torwartkarussell ins Rollen. Torwart Nummer 2, Lennart Grill, der war ausgeliehen von Leverkusen, wechselt jetzt fix nach Berlin. Ich denke mal, der wird auch langfristig als Nummer 2 bleiben. Ich denke nicht so, dass er das Potenzial hat, die Nummer 1 zu werden. Also sollte Rönnhoff vielleicht wechseln, dann werden sie sich dann einen neuen Torhüter holen. Und Jakob Busk, das ist für mich immer so wieder ein Fragezeichen. Also 1,58 €, der wird irgendwann wechseln, wenn er noch ein Jahr bleibt in der Bundesliga. Spätestens nach diesem Jahr sollte er dann vertragslos irgendwo hinwechseln. 29, dann ist er 30. Also für mich das größte Rätsel momentan hier bei der ganzen Geschichte, auch im Rare-Bereich 38 Euro. Irgendwie juckt es mich die ganze Zeit einfach mal eine Karte zu holen. Warum sollte er nicht irgendwie nach Dänemark zurückkehren in ein, zwei Jahren? Dann hat man auf jeden Fall einen Wertgewinn und einen guten Torhüter für eine dänische Liga. Ich bin
bei Union Berlin wird er maximal die Nummer 2 werden. Das ist so meine Einschätzung. Kommen wir zu Freiburg. Marc Flecken wechselt in die Premier League zu Brentford. Liegt jetzt bei 27 Euro. Finde ich gar nicht so verkehrt. Das Thema ist halt natürlich Premier League immer ein heißes Pflaster. Nachfolger von Flecken soll Noah Atubolo werden. Preislich natürlich hochgeschossen. Ist für mich meiner Meinung nach relativ uninteressant. Denn es bahnt sich eventuell noch ein Wechsel an. Florian Müller soll wahrscheinlich zu Freiburg zurückkehren. Und warum sollte er nicht? Sobald es ein, zwei kleinere Patzer gibt bei Autopolo, dass er den Posten übernimmt und die Nummer 1 wird dementsprechend, das wäre mir viel zu risky. Schwolow ist noch im Gespräch und Kastenmeier, die eventuell zu Freiburg wechseln könnten. Da muss man so ein bisschen abwarten, was da nun Sache ist. Aber ich denke mal, Florian Müller wird es am Ende werden. Und Autopolo wird wahrscheinlich, je nachdem wie die Vorbereitung läuft, da muss man auch mal gucken, wie die Testspiele laufen werden. Wenn sich Müller da wirklich empfiehlt und erfahrener ist, könnte natürlich am Ende Müller im Tor stehen. Dementsprechend hier vorsichtig sein. Also der Preis ist sehr, sehr heiß hier bei Autopolo und noch hat er sich nicht allzu sehr auszeichnen können. Ein Talent ist er auf jeden Fall, aber da muss man wirklich gucken. Und Nummer 3 wird auf jeden Fall Benjamin Uphoff sein. Der liegt irgendwo bei 2 Euro und braucht man nicht großartig gucken. Kommen wir zum 1. FC Köln. Hier, glaube ich, ist alles klar. Marvin Schwebe hat zwar nur noch Vertrag bis 2024, denke aber, dass das auch Formsache sein sollte im Sommer, dass sie den Vertrag verlängern. Preislich werden Bundesliga-Torhüter sucht für 15 Euro. Sicherlich nicht verkehrt, obwohl halt Köln nicht wirklich die beste Defensive hatte. Und ja, aber wie gesagt, für das kleine Budget ist er nicht verkehrt. Klare Nummer 1, vertragstechnisch, denke ich mal, im Sommer wird man verlängern. Timo Horn, der wird auf jeden Fall wechseln. Die Frage ist halt, wohin? Angebote hat er anscheinend genug. Preislich natürlich für 10 Euro im Limited-Bereich, 200 im Rare-Bereich, ist sicherlich eine interessante Geschichte. 30 Jahre alt, muss man sich mal angucken. Aber wir bleiben beim Thema 1. FC Köln. Nummer 2 wird wahrscheinlich Jonas Urbig sein. Kehrt zurück von seiner Leihe, die leider nicht so erfolgreich war. Mit Jan Regensburg, die sind ja abgestiegen. Preislich liegt er auch 18 Euro. Da braucht man jetzt nicht großartig zugreifen. Man weiß ja nicht, ob der vielleicht nochmal wieder irgendwo hin verliehen wird. Dementsprechend gäbe es dann noch Matthias Köbing, der vielleicht dann die Nummer 2 wäre. Kann auch natürlich sein, dass da irgendwas ins Rollen kommt an den ganzen Torhüter-Geschichten, dass man sich dann einen neuen Ersatzkeeper holt. Auf jeden Fall klar, Nummer 1 Marvin Schwebe. Einzige Thema halt bei den Vertragsgeschichten, ein bisschen gucken, was da Sache sein wird. Dann kommen wir zum FSV Mainz. Robin Zentner bleibt jetzt übrig, nachdem Finn Dahmen den Verein verlässt. 10,33 Euro. Klingt erstmal verlockend. Rap-Reichs sogar relativ teuer, 300 Euro. Vertraglich bis 2025. Klingt erstmal nicht so verkehrt. Thema ist halt, was mir ein bisschen stutzig macht, ist halt seine Verletzungsanfälligkeit. Rücken ist schon mal ein Problem und Knie. Das sind so zwei Baustellen, die wirklich sehr langwierig sein können. Und ja, wenn sich das nicht wirklich bessert und in den Griff bekommen wird, gerade für den Torhüter, der Rücken ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dann könnte es problematisch werden. Ansonsten gibt es die Nummer 2, Lasse Ries. Ich habe schon irgendwie gelesen, dass man mit ihm als Nummer 2 ins Rennen gehen möchte. Dementsprechend kann man sich den mal angucken, was da halt ist. Also zumindest im Limited-Bereich für einen Euro kannst du da nicht viel falsch machen. Junger Keeper. Soll relativ talentiert sein, Vertrag bis 2025. Ich persönlich glaube, dass bei Mainz noch irgendwas passieren wird. Irgendwas wird kommen, Torhüter technisch. Die Frage wird was. Man hat ja ein bisschen Interesse an Köhn von Salzburg. Es sind auch noch andere Torhüter ablösefrei zu haben. Vielleicht gibt es irgendwie eine Überraschung mit Timo Horn oder sowas in die Richtung. Also ich würde da wirklich mal vorsichtig sein. Wie gesagt, die Verletzungsanfälligkeit bei Robin Zentner, gerade Rücken und Knie, klingt nicht so wirklich positiv und rosig. Kommen wir zu Hoffenheim. Ja, lange Zeit fast als Absteiger schon ausgesehen. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin selber mit Oliver Baumann vertreten als Rare Keeper. Limited technisch ist der unter 10 Euro. Ist Kapitän, hat aber nur noch ein Jahr Vertrag. Ich denke mal, die werden den Vertrag verlängern. Ist so meine Variante bei der ganzen Geschichte. Ist aber auch schon 33. Dementsprechend aber auf jeden Fall eine klare Nummer 1, denn Philipp Pentke verlässt den Verein. Ich glaube, dass er sogar die Karriere beendet. 38. Und somit hat eigentlich Baumann Stand jetzt nicht wirklich viel Konkurrenz. Die anderen Torhüter, Luca Philipp, ist ein Jungspund, hat zwar noch Vertrag. Dann haben wir noch Nachuel Noll auch bis 2025. Beide relativ günstig, um die 3-4 Euro im Rare-Bereich, ja, 50 bis 90.
Muss man mal abwarten, was da passiert. Ich denke mal, irgendeiner von den beiden wird wahrscheinlich die Nummer 2 werden. Ich habe sogar noch die Vermutung, dass vielleicht im Österreich-Pool gefischt wird. Also Hoffenheim bedient sich gerne an Österreichern. Sachin Radlinger von Ried ist ablösefrei zu haben. Und danach gäbe es ja noch Siebenhandel. Wäre natürlich sicherlich eine interessante Variante, als Nummer 2 einzubauen. Penke war ja auch nicht als, ist unbedingt der Jüngste als Ersatzkeeper. Dementsprechend wäre das nicht verkehrt, aber ich denke mal, die feinste Lösung, wenn man einem jungen Torhüter so ein bisschen eine Chance geben als Nummer 2. Das ist so ein bisschen meine Einschätzung, aber auf jeden Fall Oliver Baumann sollte eigentlich relativ safe als Nummer 1 ins Rennen gehen bei Hoffenheim. Kommen wir zu Borussia Mönchengladbach. Die haben jetzt den Trainer entlassen, kommt jetzt Seoane, wird jetzt Trainer. Das ist auf jeden Fall ein Bonus für Omlin, quasi der Schweizer Bonus. Wird auf jeden Fall hundertprozentig Nummer 1 sein, meiner Meinung nach. Limited-Bereich sehr, sehr günstig, auf jeden Fall die Karte. Ich persönlich finde es ein sehr, sehr guter Torhüter, da kann man nichts sagen. Aber halt bei einem relativ schwachen Verein in dieser Saison gewesen. Wer da auf jeden Fall auf einen guten Torhüter unterwegs ist, der Safe Nummer 1 ist Omlin, sicherlich interessant. Olschowski, da muss man mal abwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass der verliehen wird bei der ganzen Geschichte, denn Gladbach hat richtig, richtig viele Torhüter. Ein kleiner Überfluss, dann haben wir noch Tobias Sippel, da ist auch die Frage, dann noch ein Jahr Vertrag, was da jetzt mit dem Sache ist, ob der vielleicht einen Vertrag aufgelöst kriegt oder Karriere beendet und so weiter. Und dann kommt noch dazu, man will Arnaud Boutard holen von Lüttich, verstehe ich überhaupt nicht, was man mit dem anfangen will. Das wäre vielleicht die Nummer 2 hinter Omlin und dann wird Olschowski vielleicht verliehen, das sind so meine Theorien bei der ganzen Geschichte, vielleicht Sippel dann die Nummer 3. Und ja, dann haben sie ja noch zwei, drei oder vier junge Torhüter, die werden wahrscheinlich auch in den B-Mannschaften spielen. Das sind so ein bisschen meine Theorien. Also Omlin Nummer 1 und wenn sie da wirklich Boutard holen, dann der die Nummer 2 und Olschowski wird verliehen. Wären so jetzt meine Idee bei der ganzen Geschichte. Olschowski hat noch bis 2027 Vertrag, Omlin genauso 2027 Vertrag, dass die beiden langfristig auf jeden Fall die Keeper sein werden bei Gladbach. Dann kommen wir wieder was zu was Simplen. Eintracht Frankfurt, klare Nummer 1, Kevin Trapp, 2026 Vertrag, 20 Euro Limited. Rare eigentlich auch gar nicht so teuer, 428 Euro ist eigentlich relativ okay, also Dollar, Entschuldigung. Und ja, auf jeden Fall klare Nummer 1, klare Nummer 2 wird Diandra Mai sein, deutscher Talent. Sich sicherlich mal günstig dazu holen, wird irgendwo auf lange Sicht irgendwo mal ein Plätzchen finden. Ich habe selber zwei Limited-Karten, bin da relativ überzeugt. Dadurch, dass Trapp immer wieder ein Wehwehchen hat, kann der mal so einen Einsatz kriegen, kann man ein bisschen herumexperimentieren. Der nächste Club ist VfL Wolfsburg. Hier sieht es auf den ersten Blick eigentlich auch relativ simpel aus. Castells gefühlt seit Ewigkeiten bei Wolfsburg die Nummer 1 und Pavao Pervan die Nummer 2. Ich habe da aber irgendwie so ein dunkles Gefühl, dass er irgendwann schwach wird, der Castells, und irgendwo mal ein bisschen Tapetenwechsel vielleicht haben will und mal irgendwo schwach wird bei einem der verlockenden Angebote, die vielleicht kommen könnten im Sommer. Dementsprechend, ja, Stand jetzt würde ich sagen, Castells Nummer 1, Pervan Nummer 2, aber vertraglich halt beide nur noch bis 2024. Da könnte halt doch noch irgendwas passieren. Muss mal beobachten, was da nun Sache sein wird. Kommen wir zu Bochum. Manuel Riemann, ähnlich wie Radetzky, hatte seine Patzer in der Saison, aber in Summe hatte er auch relativ gute Stats als Torhüter gehabt in dieser abgelaufenen Saison und hat hinten raus quasi Bochum doch das ein oder andere Mal den Hintern gerettet. Für 8 Dollar ist das ein echter Schnapper, spielt trotzdem noch Bundesliga nächstes Jahr. Natürlich kein Spitzenteam, die werden ihre Gegentore kassieren, aber wer jetzt ein kleines Budget hat, auch speziell für den Threshold im Rare-Bereich, 198 Dollar, ist nicht verkehrt. Ich kann mir nicht vorstellen, wo man da torhütertechnisch großartig viel experimentieren wird. So viel Kohle hat das Buben auch nicht. Ansonsten haben wir noch Michael Esser, der wird die klare Nummer 2 sein. Im Gesamtpaket ist das echt ein Schnäppchen, meiner Meinung nach. Natürlich, wenn ihr anderer Meinung seid, gerne in die Kommentare schreiben, jetzt nicht nur beim Bochum-Thema, wobei beim Bochum-Thema kann natürlich die ein oder andere News noch reinflattern. Ich kann es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, warum sie jetzt Riemann absägen würden. Kommen wir zu etwas mehr Action, und zwar zu Augsburg. Gikiewicz wird den Verein verlassen, Preis natürlich ordentlich gedroppt auf 4 Euro im Limited-Bereich. Auch schon 35, die Gefahr natürlich, dass der irgendwo nach Polen wechselt, ist natürlich gegeben. Neue Nummer 1 wird höchstwahrscheinlich Finn Dahmen sein.
der zu Augsburg wechselt. Preislich liegt jetzt irgendwo bei 20 Euro. Ich finde es jetzt nicht weltbewegend. Augsburg ist nicht so ein toller Club, wo man erwarten kann, dass die regelmäßig irgendwie Clean Sheets raushauen werden. 400 Euro im Rare-Bereich. Ich denke mal, so ein bisschen Hype momentan drin bei der ganzen Sache, dadurch, dass er jetzt frisch gewechselt ist. Nur mal ein bisschen abwarten. Man sieht hier den kleinen Knoten hier drin an vielen Karten, die gekauft worden sind. Ja, auf jeden Fall mal abwarten. Dann gibt es halt noch Thomas Kubek, den darf man nicht unterschätzen. Hat noch ein Jahr Vertrag, hat meiner Meinung nach eine relativ solide Saison gespielt. Wenn er gebraucht worden ist, hat er es gut gemacht. Dementsprechend denke ich mal, wenn er bei Augsburg bleibt, hat er schon noch realistische Chancen, da immer wieder mal mitzumischen um die Nummer 1. Also 80 Euro im Rare-Bereich, 4 Euro im Limited-Bereich finde ich sehr, sehr unterbewertet. Und er ist auch erst 30 Jahre. Einzige, was mir nicht gefällt, ist halt Tscheche. Wenn er jetzt irgendwie sich entscheidet, zu Sparta Prag, Viktoria Pilsen zu wechseln, in die Tschechei zurück, dann ist es halt vorbei mit der ganzen Geschichte. Das tut mir am meisten weh. Dementsprechend, ja, beobachten, gucken, was halt ist. Ansonsten gibt es noch die Nummer 3, Daniel Klein. Da hatte man Anfang der Saison sogar gemunkelt, dass er die Nummer 1 werden soll. Zumindest gab es Äußerungen vom Reuter, vom Manager. Und danach hat man sich doch irgendwie entschieden, dass Kubek spielt, dadurch, dass er ein bisschen erfahrener war als Daniel Klein. Aber den würde ich mir auch ein bisschen auf die Watchlist setzen. Ist noch ein junger Keeper, könnte irgendwo mal seinen Weg gehen. Ich habe mal vorsichtshalber mal eine Karte geholt. Warum nicht, dass der in naher Zukunft vielleicht mal in irgendeinen Zweitliga-Club verliehen wird. Kommen wir zum Chaos-Club. Und das ist nicht Salzburg, sondern Stuttgart. Wir gehen so hier zu Fabian Bredlow. Der soll gehen. Florian Müller, den hatten wir thematisiert für Freiburg, der muss gehen. Und dann haben wir eben Philipp Köhn, der soll kommen von Salzburg und dort in Stuttgart die Nummer 1 werden. Das sind so ein bisschen die Geschichten, die hier im Raum stehen. Der nächste ist Patrick Treves von Sandhausen, der soll die Nummer 2 werden. So sind momentan die Theorien. Was am Ende rauskommen wird, werden wir dann eh sehen. Treves bei 6 Euro, momentan 132 Rare-Bereich, dadurch, dass er bei Stuttgart wahrscheinlich nicht Stammkeeper sein wird, relativ stark im Preis gefallen. Ansonsten gibt es die Nummer 3 wahrscheinlich Florian Schock. Ja, braucht man nicht ganz thematisieren preislich. Ist aber ein junger Keeper, kann man sich mal immer ein bisschen angucken. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Köhn höchstwahrscheinlich die Nummer 1 bei Stuttgart, wenn er wechseln wird. Außer es kretscht irgendein anderer Club dazwischen aus der Premier League oder so eine Geschichte. Nummer 2 wäre dann Patrick Treves und Nummer 3 Schock. Fragezeichen, was jetzt wirklich mit Bredlow passiert. So schlecht war er jetzt nicht in den Relegationsspielen. Hat natürlich immer wieder in der Saison seine Patzer gehabt. Hat noch ein Jahr Vertrag. Könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht noch bei Stuttgart bleibt und mit Treves so um den Kampf, um den, die Nummer 2 kämpfen wird. 5 Euro ist auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Selbst wenn er jetzt nicht bei Stuttgart bleibt, warum sollte er nicht in die zweite Liga wechseln? Vielleicht nach Holland oder so eine Geschichte. Dementsprechend die Preise finde ich nicht so verkehrt für Bredlow. Das gleiche sehe ich bei Müller, wobei da gefällt es mir nicht gut, wenn er wirklich zu Freiburg wechselt und da die Nummer 2 wird. Also sehr, sehr interessante und spekulative Geschichten, Bredlow und Müller. Preislich natürlich sehr verlockend, aber natürlich kann das nach hinten losgehen, die ganze Geschichte. Dementsprechend das ganze Stuttgart, das Spektrum hier torhütertechnisch ist sehr, 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 sehr spannend. Dann kommen wir zum Oberdrüber-Chaos-Club Hertha BSC, der erste Absteiger in dieser Saison. Christensen wird auf jeden Fall den Verein verlassen, preislich natürlich gut gefallen, wird aber auch den U23-Button in einem Monat verlieren. Somit, so lala, interessant. Im Prinzip die Frage wird sein, wo er hingeht. Dänemark wäre natürlich cool, wenn er in die Heimat wechseln würde. Muss man mal abwarten, was dann Sache ist. Der nächste Schwolow, der wird auch Hertha BSC verkaufen. Ich könnte mir den natürlich vorstellen in der zweiten Bundesliga. Freiburg ist auch interessiert an ihm. Ja, aber eher weniger als an Müller. Wird auf jeden Fall interessant. Preislich natürlich eine Option. Ist kein schlechter Keeper. Hat halt eine Seuchensaison gehabt bei Schalke. Es lief einfach nichts für ihn zusammen. Dementsprechend mal abwarten. Aber so, wenn er sich nicht zu schade ist für die zweite Liga, könnte da sicherlich was gehen. Ausland ist natürlich auch möglich, irgendwo in Holland ein bisschen Fuß fassen. Ja, ansonsten die Nummer 1 wird wahrscheinlich Tjaak Ernst sein, so wie es momentan raushört bei der ganzen Geschichte. Und 13 Euro finde ich nicht so verkehrt. Und auch rare-technisch 150 Euro. Ich persönlich glaube es aber nicht. Das ist meine Meinung. Es sind so viele Torhüter auf dem Markt.
Warum sollte man nicht irgendwo einen ablösefreien erfahrenen Torhüter holen? So romantisch es klingt, den Berliner Weg gehen, was sie wollen da, das kann ich mir schwer vorstellen. Natürlich, wenn Paul Dardai Trainer bleibt, ist die Chance hoch, dass er die Nummer 1 wird. Ist irgendein anderer Trainer, werden sie sich irgendwo einen ablösefreien Keeper holen. Von denen gibt es auf jeden Fall mehr wie genug auf dem Markt. Kommen wir zum nächsten Absteiger, Schalke 04. Ja. Wieder ein Club, der in der Bundesliga fehlen wird. Und ja, mit Hamburg werden sie sicherlich ihnen Spaß haben. Hier Ralf Fährmann geht als Favorit mit der, in die Pole Position bei der Sache mit der Nummer 1. Preislich 15 Euro, Rehabereich 250, Vertrag bis 2025. Man hat sich einen neuen Torhüter geholt. Leopold Wahlstedt ist ein junges Torhüter-Talent, das aus Norwegen kommt, ein Schwede. Meiner Meinung nach wird er langfristig, wenn er wirklich zu Schalke wechselt, ja, die Nummer 1 werden. Sollte er sich nicht irgendwie doof anstellen. Und ansonsten darf man nicht vergessen, Justin Hegren, still und leise, der war halt lange verletzt jetzt. Warum sollte er nicht seine Chance kriegen? Man hatte immer wieder angedeutet, dass wenn man in die zweite Liga wieder zurückfällt, dass man ihn langfristig als Nummer 1 aufbauen möchte. Natürlich mit der Verletzung hat er sich so ein bisschen ins Ausgeschossen. Aber ja, kann man noch beobachten. Fährmann ist jetzt auch nicht unbedingt der Jüngste, verletzungsanfällig. Patzer macht auch immer wieder gerne. Ja, muss man mal abwarten. Hat sich natürlich ein bisschen auszeichnen können in der Bundesliga. Wird auf jeden Fall spannend sein zu beobachten. Meine Theorie ist halt Fährmann erstmal Nummer 1. Dann gucken, was mit Wahlstedt passiert, wobei der uninteressant ist, dass es keine Karte gibt. Und Hekeren, so der kleine Außenseiter, der vielleicht von hinten kommt, in der Vorbereitung sich vielleicht empfehlen könnte. So in etwa meine Theorie für diese Position. Und zum Abschluss etwas ganz Simples, Werder Bremen. Ich denke, da wird nicht viel passieren. Pavlenka, die klare Nummer 1. Im Prinzip im Tor eine Karte habe ich mir geholt, also dass er Nationalkeeper ist von Tschechien und die gegen Färöerinseln spielen. Was relativ interessant ist, nicht, dass es jetzt heißt, dass es eine Gmade Wiesn ist. Aber selbst wenn die so 1 zu 0 irgendwie gewinnen, Clean Sheet, auf das spekuliere ich halt. Und ansonsten Michael Cetra, die Nummer 2, sollte eigentlich auch safe sein. Außer er möchte irgendwie wechseln. Aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass er erstmal bleiben will. Und somit waren das das Special für die Torhüter Bundesliga. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr bei der einen oder anderen Position oder anderen Verein so ein bisschen anderer Meinung seid oder wenn ihr irgendwelche News habt, die ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, gerne in die Kommentare schreiben und genauso auch bei Fragen. Ich lese alles durch, beantworte alles. Und in diesem Sinne danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.